Hallihallo, ihr Lieben da draußen, ein ganz herzliches Willkommen heute hier bei Patreon oder Patron, dem Aufbauspiel im Mittelalter. So, wir haben jetzt, oder ich habe es jetzt geschafft, dass wir endlich den zweiten Steinbruch haben. Das ist hier ganz wichtig gewesen, denn ihr seht, wir haben kaum Steine. So. Wir haben aber auch ein kleines Problem mit Lebensmitteln. Das heißt, wir müssen mal eventuell noch einen zweiten Jäger hier irgendwie mal hinbauen. Und den würde ich sogar mal... würde ich sogar mal hier hinten irgendwie ein bisschen platzieren wollen. Achso, da fehlt uns wieder Stein. Dann lass uns noch eine Sammlerhütte bauen. Bauen wir die mal hier ran. So, die Priorität setzen wir mal wieder auf Pflanze. So, gewinne Ansehen bei der Heiligen Kirche. Die Kirchenfürsten bieten uns eine Möglichkeit, sich bei ihnen beliebt zu machen. Allerdings ist das in Wirklichkeit nur ein Weg für sie, uns zu sagen, was sie erledigt haben wollen. In der Tat, Gott schickt ihnen, was sie wollen. Tun wir ihnen einen Gefallen. Irgendwelchen Gefallen zu tun, nee, bin ich nicht. So, würde ich sagen, gehen wir hier wieder ein Stück zurück von der Zeit her. So. Wir haben Wagenarbeiter können wir einstellen. Steinbrecher können wir einstellen. Bischof können wir einstellen. So. Den einen würde ich mal noch offen lassen. Wir haben hier. Eieieiei, guckt mal. Geil. Oh, und unsere Siedlung ist fertig. Krass, krass. Guck mal. Das fetzt mir ja. Fünf Anwohner. Null. Dann müssen wir auf alle Fälle mal noch die Straße ein bisschen schöner ziehen. Ja, hier muss man noch ein bisschen zumachen. Noch ein bisschen malen hier. Dass es hier eine schönere Optik gibt. So. Jawohl. Sehr, sehr toll. Sehr, sehr toll. So, okay. Gut, jetzt gucken wir mal hier rein. Was ist denn hier das Problem? Die Anzahl der freien Arbeiter ist gering. Der Transport von Ressourcen, der Bau von Gebäuden und das Sammeln von Ressourcen ist problematisch. Setze einige Bürger frei, um mehr Arbeiter zu haben. Okay, dann gucken wir mal. Sieht's denn aus mit Steine? Okay, da können wir vielleicht sogar mal einen freischaufeln. Sieht's denn aus mit der Forschung? Genau, Werkzeugschmied, erforschen wir mal. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. So. Das sieht ja schon mal ganz geil aus hier. So, hier haben wir ja so einen Durchgang gebaut. Würde ich nämlich sagen, ihr Lieben, bauen wir die nächsten Häuser schon mal. Machen wir mal hier so ein bisschen frei. So.
So, und bauen hier wieder ein paar Unterkünfte hin. So. Also unsere kleine Stadt, muss ich sagen, floriert eigentlich ziemlich schön. Wie weit ist der? So, Kleidungsgeschäft. Kleine Steine, Statue. Okay. Produktionen. Zeugschmied. Wisst ihr was? Den bauen wir genau hier hin. Schmied. Zack. So. Auch sehr schön. Wie sieht's denn aus mit Lebensmitteln? Ja, die wachsen. Das sieht schon mal gut aus. Steine wachsen, Werkzeuge werden dann jetzt auch wachsen auf alle Fälle. Ja, die sehen wieder an. Pflanzen wieder an. Das ist auch sehr gut. Gut. Wo ich mich noch nicht damit beschäftigt habe, ist das hier. Da bin ich jetzt noch nicht ganz so firm. Da müssen wir mal gucken, wie das eigentlich alles so funktioniert. So. Das passt auch soweit. Wie viele Arbeiter haben wir jetzt frei? Na komm. Zwei sind frei. Okay. Dann würde ich sagen, wir gucken mal. Wie viele Steine haben wir denn? Drei. Ja, kommt Leute, baut mal hier, arbeitet mal ein bisschen. Wachturm brauchen wir nicht. Genau. Das sieht schon mal gut aus. Also ein was sieht sehr gut aus, nämlich die Lebensmittel mittlerweile. So, dann verschönern wir noch ein bisschen. Ah, der baut es gleich. Das ist schon mal gut. So, sehr, sehr schön. So, das. Das bauen die jetzt gleich, okay. Krass. Warten wir mal, wie das aussieht. Ah, kann man so sehen, kann man so nehmen, auf alle Fälle. Können natürlich hier noch ein Gebäude reinbauen. Dann müssen wir mal gucken, welches. Wie weit sind wir denn eigentlich mit dem Zeugschmied? Wird er gebaut oder wird er nicht gebaut? Ah, Steine fehlen. Steine fehlen. Naja. So, können wir noch was erforschen? Da können wir zurzeit auch nicht viel machen. Gut, ich glaube, wichtig ist, dass wir vielleicht mal gucken,
dass wir diese Sachen auf Priorität setzen erstmal. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Boah, dann sieht auch unsere kleine Siedlung schon ganz gut aus. So, kaufen. Können wir Steine kaufen? Okay, ich glaube, das müsste jetzt funktionieren, ne? Ach ne, haben wir nicht gemacht. Hä? Was jetzt? Echte, wir hätten jetzt Steine gekauft. Ja gut, okay. Mal gucken, ob das irgendwie funktioniert. Oder ob die Steine vielleicht sogar abholen müssen. Kann natürlich auch sein, ne? Natürlich möglich. So, okay. Bauen die jetzt die Häuser hier hinten? Nö. Wie viele Arbeiter haben wir jetzt? Machen wir mal noch einen frei. Lassen das Ganze mal ein bisschen schneller laufen. Vielleicht haben wir ja die Chance, dass jemand mal hier noch Häuser baut. So. Gut. Naja, ihr Lieben. Warum? Das ist ein bisschen... Oder haben... Ne, warte mal. Ist das buggy? Ja, das ist ein bisschen buggy hier. Irgendwie ein bisschen Quatsch, was die hier machen. So, was mal noch wichtig ist, vielleicht mal das hier noch abzuholzen. Und das hier noch abzuholzen. Genau, weil dann können wir nämlich unsere Siedlung auch weiter hier hinter zu bauen. Das ist auch nicht ganz schlecht. Das ist auch ganz gut, glaube ich. So, na gut. Aber hier läuft es ja schon mal ganz toll. Das muss auch weg. Das muss auch weg. Das muss weg. Das können wir erstmal so lassen. Das erstmal aufforsten hier. Ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig. So, gut, okay. Ja, ich liebe diese Schneeoptik, Leute. So geil. Diese Schneeoptik ist einfach der Hammer. Gut, was ist denn jetzt zu meiner Maus jetzt hin? Ja. Was haben wir jetzt an Steine? 3. Wollen wir nochmal hier reingucken? Wenn ich jetzt, jetzt Steine kaufe. So, jetzt handeln wir. Oder handelt jetzt? Ah, wir könnten, passt mal auf. Das ist natürlich noch wichtig. Wir bauen mal noch ein Depot hierhin. Ihr Lieben, das ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig. Denn da können die das gleich hier reinbauen. Und ah, die Fische können die gleich hier reinschmeißen. Das ist natürlich ganz geil eigentlich. So, na gut, ihr Lieben. Wir sehen uns aber in der nächsten Folge wieder bei Patron oder Patron.
Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, wir sind erstmal raus. Tschüss und ciao.